Das war die Helena. Haben Sie irgendjemand anderen an den Getränken gesehen? Das kann ich Ihnen leider so nicht sagen, weil die Sache war die, dass ich die ganze Zeit hinter den Kulissen gearbeitet habe. Und ja? Ich kümmere mich dann auch nicht um die Getränke oder guck, wer da so ist oder auch nicht. Also das muss ja auch nicht nötig sein, finde ich. Wenn das hier alles vorbei ist, dann werde ich eine neue Schule für dich suchen. Ich glaube, es ist einfach besser, wenn du noch mal von null anfängst. Mama, nein, bitte, ich will nicht schon wieder die Schule wechseln. Ich krieg das schon hin, ich komme schon klar. Lass mich doch mal machen. Ist doch schon schlimm genug, dass ich unter der Woche um 18 Uhr zu Hause sein muss. Aber es hat doch seinen Sinn, Mäuschen. Was ist, wenn du überfallen wirst? Andere Kinder, die laufen weg. Aber du sackst zusammen und bist dem Angreifer hilflos ausgeliefert. Ich mache es doch nur zu deinem Besten. Frau Fritsch, Sie sollten schon zuhören, wenn die Jugendrechtshilfe spricht. Und ich glaube, Sie haben das genau gehört. Und die Helena weiß schon, was gut für sie ist. Also nehmen Sie sich da ein bisschen zurück, das ist nicht gut. Wie viele Schüler waren überhaupt an diesem Casting beteiligt? 8 haben mitgewirkt. Und die haben auch alle zusammen gut harmonisch zusammengearbeitet, hatten auch alle viel Spaß dabei. Gut, einmal gab es einen kleinen Disput zwischen Lorena und Elias, aber der hat sich dann ziemlich schnell gelegt und dann war es wieder in Ordnung. Um was ging es da? Das war ein Tag vor der Show in der Generalprobe. Und da war es so, dass Lorena sich ziemlich nah an Elias rangemacht hat und auch mit ihren Reizen gespielt hat. Und also es war ziemlich eindeutig, was sie wollte, aber Elias hat sich halt, ist halt zurückgewichen und hat halt irgendwas zu ihr gesagt. Das habe ich nicht mitbekommen, das sie wohl aber sehr verärgert hat. Hatte die Lorena auch Zugang zu diesen Wasserflaschen oder Gläsern oder Karaffen oder was immer das war? Also ja, jeder hatte Zugang zu den Getränken. Also das, wie gesagt, ich stand hinten in den Kulissen, es war auch dunkel, ich konnte, also man konnte auch nicht sehr viel sehen. Von wegen, da läuft nichts mit Lorena, ne? Nee. Hast du deswegen mit mir Schluss gemacht? Mit Lorena? Da läuft überhaupt nichts. Weißt du, warum ich Schluss gemacht habe? Ja, komm, erzähl mal. Ja, weil du mir fast mein Genick gebrochen hast, ich ja? Und ihr habt ja davon auch nichts erzählt mit Lorena, ja? Weil ich dich auch nicht weiter irgendwie beunruhigen Ach, wollte. Ach, willst du mich jetzt auch noch in Watte natürlich. Packen, oder was? Natürlich, aber weißt du warum? Nein, warum erzähl ich dir das eigentlich überhaupt sind Sie denn kein einziges Mal auf die Idee gekommen, dass vielleicht Lorena die Täterin ist? Die Lorena, das ist absoluter Blödsinn. Warum das denn? Weil Lorena, die würde sowas nie machen. Ja, aber ich oder was? Sie ist überhaupt nicht der Typ dazu. Ich kenne sie aber ja schon. Aber ich bin der lange. Typ dazu oder was? Und für dich wär's ja ganz zufällig, ja, ganz die perfekte Rachetat. Ja, ich glaub's auch. Weil die jeder deinen lustigen Anfall im Internet lesen kann. Ja, und aber das ist doch kein Grund, dass ich dir da irgendwas unterjubel. Lorena würde sowas niemals tun. Ja, aber ich oder was? Nur weil ich Narkolepsie habe? Aber ganz genau, und weil deine Mutter dieses Schlafmittel nimmt, weißt du? Können wir kurz unterbrechen, bitte? Natürlich. Sie sagt zwar, sie bekommt alles mit, aber Verhandlungsfähigkeit sieht anders aus. Noch Fragen an die Zeugin Buchholz derzeit? Nein, danke. Bleibt unfeilig. Nehmen Sie mal hinten Platz und die Verhandlung wird einmal sonst kurz wach werden, richtig? Ja. Hallo. Ah. Ja. Hallo, Frau Salisch, die soll ich Ihnen noch zum Unterschreiben bringen? Legen wir es dahin. Bitte schön. Setzen Sie sich doch mal einen Moment. Sie sind ja ganz aus der Puste. Ja, die Treppen hier im Gebäude, die schaffen mich schon ein bisschen. Ich mal vor Beginn der Ausbildung drüber nachdenken sollen. So. Nein. Schön hier. Hoffentlich gefällt Ihnen ein bisschen, weil es wird noch ein paar Jährchen dauern, bis Sie fertig sind, oder? Ja, gut. Sie sind 16, ne? Richtig? Ja, wieso? Ich habe da gerade einen Fall, da ist ein 15-jähriges Mädchen angeklagt. Und sie hat die Schlafkrankheit und die Mutter ist extrem übervorsichtig. Sagen Sie mal, wann mussten Sie mit 15 zu Hause sein? Also 22 Uhr und am Wochenende 23 Uhr, wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe und lieb war. Aber es hing auch damit zusammen, dass meine Eltern mir vertraut haben. Deshalb war es ganz locker. Eben, dann funktioniert wieso? Das ja auch alles. Ja, eben. Wieso also, muss ich denn zu Hause sein? In der Woche um 18 Uhr. Und da habe ich vorsichtshalber am Wochenende nicht nachgefragt, weil sonst hätte ich gleich einen Streit gehabt mit dieser übervorsichtigen Mutter. Das würde ich glaube, dann habe ich die eben auf dem Gang getroffen mit ihrer Mutter. Die hat mich tierisch aufgeregt, wirklich. Oh. Also, ja, meine Tante war früher genauso, so eine richtige Glucke. Einfach mal, meine Cousine wurde von vorne bis hinten bemuttert. Ja. Durfte nichts allein entscheiden. Und dann kam der Oberhammer, meine Tante hatte einen Unfall. Ist jetzt ein Pflegefall und meine Cousine guckt doof aus der Wäsche, weil die jetzt im Schnellvorlauf erwachsen werden muss. Vielleicht können Sie der Mutter mal Bescheid sagen oder irgendwie die davor warnen. Das Mädchen tut mir echt leid. Wie spät haben wir denn? Weil ich glaube... Ich habe auch keinen dabei. Warum? Ja, weil Frau Herrscher wartet bestimmt schon wieder auf mich. Die hat so ihre eigene Vorstellung, wie lange das braucht mit so Unterlagen. Deshalb, ich wünsche noch viel Glück. Wir stehen alle unter der Verfügung von ihr. Tschüss, Mia. Bis nachher. Bis nachher. Ihr Verteidiger hat ausrichten lassen, wir könnten weitermachen. Ja, war halb so schlimm. Ich bin es ja gewohnt. Ich weiß nicht. Vielleicht könnten wir die Verhandlung doch vertagen. Helena hat das alles mehr mitgenommen, als ich dachte. Perfekt.
Ich sehe keinerlei Veranlassung, von dem Willen Ihrer Tochter hier abzuweichen. Ihre Tochter hat eben gesagt, dass sie zur Fortsetzung der Verhandlung in der Lage ist. Könnten Sie Ihrer Tochter vielleicht nicht gelegentlich mehr Gehör schenken? Ich meine, lassen Sie sie doch erst mal durchlaufen auf dem Weg zum Erwachsensein. Ich meine, Sie behindern Ihre Tochter wirklich. Und das soll ich Ihnen übrigens auch von meiner neuen Auszubildenden mitteilen. Sie hat, ihr ist das auch aufgefallen, wobei sie mir ein wunderbares Beispiel genannt hat. Aber das möchte ich hier zu Ihrer Sicherheit nicht wiederholen. Zu Ihnen, Lorena. Ihr Name ist Schott, 16 Jahre alt, wohnen in Kassel, gehen noch zur Schule. Welche Klasse gehen Sie? In die 10. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. 55, man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja, mit der habe ich kaum was zu tun. Aber Elias, den kenne ich gut. Und ich finde es echt assi, was du mit dem armen Kerl abgezogen hast. Ich? Also, ich sag mal so. Du freust dich doch, dass ich hier sitze. Du genießt das doch richtig, dass mit Elias und mir Schluss ist. Aber ich sag dir eins, freu dich nicht zu früh, das nicht für immer. Als ob ich mich freuen würde, dass sich Elias verletzt hat. Ich freue mich nur, wenn du hier endlich mal verurteilt wirst. Was macht sie so sicher, dass die Angeklagte die Täterin ist? Die ist doch total unberechenbar. Die macht immer einen auf Opfer. Aber eigentlich hat die es faustdick hinter den Ohren. Neulich hat sie sogar im Sportunterricht meiner Freundin Jenny einfach eine geknallt. Nur weil die ihr das Schließfach vor der Nase weggeschnappt hat. Das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Also, das war, ich hatte im Unterricht einen Anfall. Und mein Sportlehrer hat zu Jenny gesagt, sie soll bei mir bleiben und auf mich aufpassen, sich ein bisschen um mich kümmern. Und falls du es vergessen hast, ich bekomme alles mit, was um mich rum passiert. Auf jeden Fall meinte Jenny dann, die packe ich nicht an. Und das habe ich mir gemerkt. Okay, ich weiß, ich habe mich scheiße verhalten, aber das hat echt wehgetan. Ja, und wenn man ihr wehtut, dann lässt sie das nicht einfach so auf sich sitzen. Und damit meine ich nicht mal das Video. Sondern gibt es noch etwas, worüber die Angeklagte sich geärgert haben können? Ja, sicherlich. Elias und Ruben haben eine Wette abgeschlossen. Vielleicht hat sie davon was mitbekommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihr das nicht gepasst hat und sie Elias deshalb das Schlafmittel untergejubelt hat. Worum ging es bei der Wette? Ja, also Elias und Ruben haben gewettet. Das war so vor den Sommerferien im Juni, wann Elias Helena endlich mal ins Bett kriegt. Ich meine, die ist ja noch Jungfrau. Und Elias meinte, er schafft es ab da in unter 8 Wochen. Ne, Ruben? Oh. Stimmt das? Ob das stimmt, Mann? Die Wette hat's nie gegeben. Was weiß ich, was hier abgeht, ey. Frau Schott, aber ich habe so langsam den Eindruck, weiß genau, was hier abgeht. Ne? Das ist doch so Ihr persönlicher Rachefeldzug. Der Rachefeldzug einer verschmähten Ex-Freundin. Nicht wahr, Lorena? Ja, ja, ist klar. Ich weiß zwar nicht, was Sie hier andeuten wollen, aber Elias und ich sind seit Ende Januar getrennt. Über den bin ich schon längst hinweg. Ach, wirklich, Frau Schott? Aber offensichtlich nicht. Wir haben hier gerade gehört, dass Sie noch am Tag vor der Tat einen richtig massiven Annäherungsversuch gegenüber dem Elias gestartet haben und sind, wie heißt das so schön, haben einen richtig dicken Korb bekommen. Ne, ist nicht schön, wenn man so eine Abfuhr bekommt, oder? Sitzt tief der Stachel? Ich bitte Sie, gucken Sie sich mich mal an. Sehe ich etwa so aus, als würde ich Körbe sammeln? Wohl kaum. Auf jeden Fall, dass Elias und ich ins Näher gekommen sind, das stimmt. Was? Ich meine, ja, der arme Kerl musste ja lang genug auf dem Trockenen sitzen. Und irgendjemand musste ja mal Abhilfe schaffen. Sag mal, was fällt dir eigentlich ein, so Lügengeschichten hier vorm Gericht zu erzählen über mich? Weißt du, erst das mit der Wette und auch noch das? Bleib mal ruhig. Ach komm, du bist jetzt nur pisst, weil Helena das mitkriegt. Was? Dabei weiß ich es doch schon längst. Sie hat dir doch nicht umsonst das Schlafmittel untergejubelt. Egal, was sie jetzt hier erzählt oder sowas, glaube ich nicht. Das ist alles gelogen. Ja? Ich habe nämlich eher den Verdacht, ja, dass sie einfach nur sauer ist und das nicht wahrhaben möchte, ja, dass sie einfach nicht mehr bei mir landen kann, okay? Also da stimme ich Ihnen ausnahmsweise diesmal zu. Denn ganz ehrlich, Sie wollten Helena und Elias auf Teufel komm raus eine reinwirken. Und wenn wir mal drüber nachdenken, wenn wir wirklich mal drüber nachdenken, dann scheuen Sie doch heute noch nicht mal von der Falschaussage zurück. Genauso wie Sie damals die Möglichkeit hatten, Sie konnten an die Wasserbecher rankommen. Sie sind genauso auch leicht an das Triazolam gekommen. Sie hätten es genauso leicht beimischen können. Und ganz nebenbei durch die Proben wussten Sie doch ganz genau, wem welche Tasse gehört. Das ist doch mal totaler Bullshit. Wie bitte hätte ich denn an das Triazolam kommen sollen? Also, dafür, dass Sie damit nichts zu tun haben, können Sie diesen Namen aber sehr schnell merken. Ja gut, irgendwas muss man ja können, Frau Vorsitzende. Ich möchte jetzt nur Folgendes feststellen. Die Angeklagte hat mehr als ein Motiv für diese Tat. Eben. Das leuchtet mir ein. Genau. Ja. Und außerdem hat das ganze Casting versaut. Ich meine, Elias und Ruben waren direkt am Anfang dran. Und danach ging nichts mehr. Alles wurde abgebrochen. Meinen Sie etwa, ich habe den ganzen Scheiß umsonst gelernt? Das weiß ich nicht. Noch Fragen an die Zeugin Schott? Nein. Da möchte ich mal den Vater des Geschädigten kennenlernen. Herr Nolte, bitte. Und Sie nehmen an der Seite Platz, bleibt unvereidigt. Hendrik Nolte.
Herr Nolte, geht hier weiter. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Hendrik, Herr Nolte. Sie sind 45, wohnen in Kassel. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Kraftfahrer. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Das ist richtig. Herr Nolte, Sie waren am 9. August 2010 ja ebenfalls auf diesem Casting in der Schule Ihrer Söhne. Und soweit ich mitbekommen habe, haben Sie, also das habe ich jedenfalls gelesen, haben Sie erste Hilfe geleistet bei Elias. Wissen Sie noch, wo um diese Zeit die Angeklagte war? Helena war die ganze Zeit neben mir. Und sie hat sich ja genauso um Elias gesorgt wie ich auch. Der konnte sich ja gar nicht mehr bewegen. Und ich habe dann versucht noch, oder ich habe dann erste Hilfe gemacht, in Seitenlage gebracht und konnte nur warten, bis der Arzt kommt. Und Helena war die ganze Zeit am Zittern. Also die hat damit mit Sicherheit nichts zu tun. Haben Sie einen konkreten Verdacht, wer Ihrem Sohn dieses Schlafmittel, also das Triazolam, ins Aber sicher, hier die Wahnsinnige, die wird doch alles tun, wenn es um ihre Tochter geht. Da geht. Hallo? Was soll das denn jetzt? Ich mache mir nur Sorgen um meine Tochter. Und wenigstens komme ich meinen elterlichen Pflichten nach. Oh, ich höre das Treppsen, die Nachtigall. Wie kommen Sie jetzt drauf, dass die Mutter der Angeklagten diese Tat begangen haben könnte? Wissen Sie, wie das abgegangen ist, wie die Verrückte bei uns vor der Haustür stand? Die kam an und war am Rumzetern, als sie das Video gedreht haben. Das war natürlich auch eine scheiß Aktion, was die beiden gemacht haben. Aber die haben ihre Strafe dafür auch weggekriegt. Aber die kam an, war rumschreien, mein Sohn sollte von ihrer Tochter die Drecksfinger lassen. Natürlich habe ich mich aufgeregt. Aber wenn Sie Ihre Söhne besser erzogen hätten, dann wäre es zu diesem Video überhaupt nicht gekommen. Doch was will man von einem Vater erwarten, der nie zu Hause ist? Bei Ihnen, wie ich gehört habe, gibt es nicht mal einen Vater. Also kehren Sie nächstes Mal vor Ihre eigene Haustür und kommen Sie nicht noch mal bei uns hin und lästern über meine Söhne. Ich bin nicht dein Sohn. Mama, du hast mir doch versprochen, dass du dich da raushältst. Ich habe gesagt, ich regel das alleine. Das haben Sie doch auch gemacht, Helena. Sie haben das ganz alleine geregelt. Sie haben das Schlafmittel von Ihrer Mutter genommen und dann haben Sie es Ihrem Ex-Freund ins Wasser getan. Und der hat sich sehr schwer verletzt dabei. Entschuldigung, Entschuldigung. Die Kleine hat damit nichts zu tun. Die Mutter, die hat Dreck am Stecken. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen. Ich habe die Mutter der Angeklagten hier als eine extrem übervorsichtige Mutter, die sehr um ihr Kind besorgt ist, erlebt. Würde eine solche Mutter einem anderen Kind was antun? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die ist doch die ganze Zeit hinter den Kulissen um ihre Tochter rumgetigert. Ja, aber wann war das? Das ist vor der Vorstellung gewesen. Vor der Vorstellung waren die Getränke die ganze Zeit beaufsichtigt. Während der Vorstellung war sie im Publikum, wie alle anderen Mütter auch. Das heißt, die Einzige, die in der Nähe der Getränke gestanden hat, war die Angeklagte. Sie nicht war in der Nähe der Getränke. Das ist während nicht der Vorstellung. Richtig, Herr Staatsanwalt. So ist es gewesen. Auch die anderen Casting-Teilnehmer, sie brauchen gar nicht lauter werden. Zum Beispiel Lorena Schott war in der Nähe. Ja, auf die haben sie sich eingeschossen. Hey, halten Sie mich da raus. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Sie sind schon mittendrin. Das hat die Fritz schon irgendwie eingefädelt. Wissen Sie überhaupt, was alles hätte passieren können? Zum Glück war der Ruben, der stand zum Glück 2 Meter weiter weg. Der Elias wollte nämlich einen Salto über Ruben seinen Kopf machen. Elias Verletzungen sind ja noch glimpflich gewesen, aber dann hätte ich nachher 2 verletzte Söhne gehabt. Moment, er hat doch einen Salto über seinen Kopf gemacht, oder? Nee, nicht. Aber es war doch so geplant. Also in der Probe war das so, dass der Ruben in der Mitte steht und der Elias über seinen Kopf ein Salto machen soll. Und der ist ja dann auch zur Seite gesprungen. Was für ein Glück. Sonst wäre ja noch was Schlimmeres passiert. Moment mal, also der Ruben, der ist nicht erst weggesprungen, als der Elias gestürzt ist. Das ist mir damals gar nicht aufgefallen, aber jetzt muss ich es sagen. Der Ruben ist von Anfang an gar nicht erst mit in die Halfpipe reingegangen. Der hatte voll den Sicherheitsabstand zu Elias. Bitte? Stimmt das? Ey, mach den Mund auf! Ach, Elias, du warst doch der Erste gewesen, der gemerkt hätte, wenn Ruben nicht auf seinem Platz gestanden hätte. Hallo, ich habe mich total auf den Ablauf da vor meinem Kunststück konzentriert und achte noch nicht, wo der Penner da rumsteht. Los! Es klingt jetzt so, als ob Sie bei dem Sprung von Ihrem Bruder gar nicht mehr in der Halfpipe gestanden haben. Und zwar von Anfang an nicht. Mit anderen Worten haben Sie schon geahnt, da kommt irgendwas. Und da ich an übersinnliche Fähigkeiten von kleineren Brüdern grundsätzlich nicht denke, gibt es 2 Möglichkeiten. Sie wussten, dass es gleich knallt, weil Sie selber das ins Glas getan haben, diese Schlafmittel. Oder Sie wussten davon, dass es jemand anders gemacht hat. Ich meine, welche Variante bevorzugen Sie? Das heißt, also ich hätte gern die stimmt. Ruben, komm, jetzt erzähl, was du weißt. Ich habe echt keine Geduld mehr hier. Ich habe damit nichts zu tun. Diesmal habe ich es wirklich nicht verbockt. Aber Sie wussten davon, oder wie? Wer hat Ihrem Bruder das Schlafmittel verabreicht? Mann, womit habe ich das verdient? Ey, eure Mutter und ich, wir geben uns die größte Mühe mit euch beiden. Alles, was wir versuchen, die beiden zusammenzukriegen, das endet im Chaos. Also ich weiß echt nicht mehr weiter. Also Ruben, jetzt mal Klartext. Hat Lorena was damit zu tun?
Hab ich nicht. Boah, wie oft muss ich mich denn noch wiederholen? Mich kotzt das voll an. Nicht zu fassen. Aber du und Ruben, ihr seid doch die ganze Zeit, habt ihr zusammengehangen die letzten Wochen. Also das war ja schon nicht mehr zu übersehen. Da habe ich ja sowieso schon gedacht, dass da sich langsam was anbahnt. Aber als sie dann Lorena und der Elias dann doch noch mal Streit hatten, habe ich gemerkt, dass die Lorena wohl doch noch sehr am Elias hängt. Aber mit anderen Worten, wenn Sie das so sagen, glauben Sie, dass Lorena und Ruben gemeinsame Sache gemacht haben? Verstehen Sie? Ja, das denke ich schon, weil sie hatte auch noch eine Rechnung auf mit dem Elias, weil er ihren Korb gegeben hat. Und der Ruben und der Elias, die verstehen sich ja sowieso nicht. Und da wird der Ruben foppt den Elias ja auch nur, wo er kann. Und außerdem denke ich auch, dass der Ruben sich vielleicht auch bei der Lorena dadurch noch Chancen ausgemalt hat. Wer weiß. Genau. Lass die nur reden, Ruben. Sie glauben sowieso nur das, was sie wollen. Hat keinen Sinn mehr. Echt. War das alles, was wir hören? Noch Fragen an den Zeugen Nolte? Nein. Bleibt unvereidigt, nehmen Sie bitte hinten Platz. Dann möchte ich den abschließenden Bericht der Jugendgerichtshilfe hören, Herr Ritter. Helena ist für ihre 15 Jahre schon sehr reif. Das liegt, ich denke, vor allen Dingen in ihrer Krankheit im Wesentlichen. Sie kommt nie zu spät nach Hause. Trotz der absurden Vorstellungen ihrer Mutter bleibt sie nicht lange weg, macht immer ihre Hausaufgaben und auch sonst schlägt sie nicht über die Stränge. Ich habe eher das Gefühl in der Zeit, wo ich mich mit ihr beschäftigt habe, dass sie ein ganz normaler Teenager sein möchte, mit allen Schwächen. Sie hat durch die Vergangenheit und die häufigen Schulwechsel leider kaum Freunde. Und da war natürlich Elias ein sehr wichtiger Halt für sie. Noch in unseren Gesprächen konnte ich also wirklich merken, wie sehr Helena darunter leidet, dass Elias ihr nicht glaubt und die Beziehung beendet hat. Die Tat passt einfach nicht zu diesem Mädchen. Aber diese Entscheidung hat das Gericht zu treffen. So ist es, Herr Reiter. Werden Anträge gestellt? Nein. Schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, Triazolam spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Und das ist ein Schlafmittel, das äußerst selten von Ärzten verschrieben wird. Und es wäre doch ein sehr, sehr merkwürdiger Zufall, wenn ausgerechnet das Schlafmittel, das von ihrer Mutter zu Hause vorgehalten wird, in Hülle und Fülle, wo es gar nicht auffällt, wenn mal was fehlt, wenn ausgerechnet das zum Einsatz kommt durch einen Ersatzverdächtigen, der die Verteidigung ja versucht aufzubauen, die das doch überhaupt nicht wissen können, was ihre Mutter für Medikamente hat. Also an so einen Zufall kann ich es schon mal überhaupt nicht glauben. Die Angeklagte hatte jede Gelegenheit, das Zeug ins Wasser zu tun. Sie waren zuständig nicht für die Getränke, sie waren hinter der Bühne und sie haben ihrem Ex-Freund auch das Wasser gereicht und sie wussten, was da drin war. Es hat doch einen Streit gegeben, direkt vorher. Motiv ist doch ganz klar auf der Hand. Er hat sich lustig über sie gemacht. Er hat sie zutiefst verletzt. Das kann ich auch verstehen. Und wenn ich dann noch höre, dass da Wetten drüber abgeschlossen werden, wann sie die Frau ins Bett kriegen, das Mädchen, da fügt sie sich auch noch unter Druck gesetzt. Auch das ist ein Motiv für sie gewesen, zu sagen, dem zeige ich es jetzt mal. Und wie haben sie es ihm gezeigt? Das ist auch sehr interessant. Lässt direkte Rückschlüsse auf sie zu. Er sollte einmal spüren, wie es ist, wenn man mittendrin die Kontrolle verliert und zusammensackt. Genau deshalb haben sie genau diese Tatausführung gewählt. Sie haben das gemacht und ich finde, sie hätten es zugeben sollen. Die Angeklagte ist deshalb hier zu verurteilen wegen der gefährlichen Körperverletzung. Ich halte 80 Sozialstunden für angemessen, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer, Herr Rechtsanwalt Höch. Großes Gericht, Frau Vorsitzende. Ich habe fast so den Eindruck, als habe der Herr Staatsanwalt zu sehr den Beipackzettel von Triazolam gelesen. Denn sein Plädoyer war nicht nur schläfrig, sondern es war auch total an der Sache vorbei. Es enttäuscht mich schwer, dass ein Staatsanwalt mit dieser Erfahrung nicht aus der Hauptverhandlung erkannt hat, dass meine Mandantin, die tatsächlich unter Narkolepsie leidet, gewiss dies keinem anderen Menschen wünscht. Und dass sie dann noch so einfältig sein soll, dass sie im Moment, wo jeder weiß, dass sie die Tasse übergibt, sie auch noch dieses Triazolam dort reingemacht haben soll. Also Herr Staatsanwalt, wie gesagt, vielleicht haben Sie sich zu sehr vom Lolita-Ausdruck der Lorena Schott irritieren lassen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist Ruben Peters und Lorena Schott hier für mich die beiden Täter. Mittäterschaftliche Begehung, für mich ganz klar und offensichtlich. Dass einer, der gerne in die Halfpipe reingeht, dann tatsächlich weiß, der klappt gleich zusammen, ich gehe nicht rein. Das sind so viele Indizien, dass ich hier noch nicht mal die Rechtsfigur in dubio pro reo bemühen muss. Und ich sage ganz klar, hier muss ein Freispruch kommen der ersten Klasse, meine Mandantin ist freizusprechen, weil ich davon überzeugt bin, sie hat die Tat nicht gemacht. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt Höch. Sie haben das letzte Wort, Helena. Ich habe nichts getan, ehrlich. Im Namen des Vorgesetzten gilt folgendes Urteil. Die Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren.
Ich verkündige selten Freisprüche erster Klasse, weil das überhaupt nicht meine Aufgabe ist. Ich will es nicht ganz ausschließen, Helena, dass Sie es gewesen sind, aber ich habe auch wenig Anlass dafür, denn mir gefällt diese Zusammenarbeit von Ruben und Lorena auch nicht so ganz. Da verbrüdern sich so zwei, die sonst so gar nicht zusammenpassen. Und die Vermutung von Ihnen, Frau Buchholz, dass sich Ruben bei der Lorena was vielleicht was erwartet hat, meinetwegen. Umgekehrt, da wird doch kein Schuh draus. Aber dass die beiden sich zusammentun, um jemand anders zu schaden, das passt zu diesen beiden schon deutlich besser. Was Sie betrifft, Elias, Sie scheinen davon nicht so überzeugt zu sein. Also klären Sie es dann hinterher nach meiner Verhandlung, wer sich bei wem entschuldigt. Und wenn es halt ein Freispruch ist, wo man nicht ganz, ganz genau weiß, wer was gemacht hat, dann gibt es vielleicht auch eine beidseitige Entschuldigung. Mehr will ich dazu nicht sagen, nur noch zur Montag. Frau Fisch, ich musste mich in der Verhandlung dank meiner Rolle ja sehr zusammennehmen. Aber in der Urteilsbegründung kann ich durchaus offener sein. So eine Glucke hat Ihre Tochter nicht verdient. Haben wir uns verstanden, 18 Uhr zu Hause zu sein, um die Uhrzeit zu Hause zu sein, bei einem Mädchen, das voll erwachsen ist und ausgesprochen vernünftig ist, das hat mit Vernunft der Mutter überhaupt nichts mehr zu tun. Und als sie vorhin auch noch mittendrin gesagt hat, ja, dann machen wir vielleicht einen neuen Schulwechsel. Ja, wissen Sie eigentlich, was Sie Ihrer Tochter damit jedes Mal antun? Jedes Mal neue Freunde? Ich glaube, es hackt. Ich muss mich, darf mich nicht aufregen, nicht, dass ich plötzlich irgendeinen Anfall kriege. Dafür sind Sie zuständig. Helena, Sie verstehen, was ich damit meine. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision einzulegen. Binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Lorena Schott wurde vom Jugendgericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und unartlicher Falschaussage zu 70 Sozialstunden verurteilt. Ruben Peters wurde vom Jugendgericht wegen unartlicher Falschaussage ermahnt. Helena Fritsch und Elias Nolte haben sich nach der Verhandlung ausgesprochen und wieder versöhnt.